So Leute, Part Nummer 51, hier sind wir auch schon und ich wollte nun gerade mal unsere Pokémon heilen. Ich bin schon mal hingeflogen und es geht los. Wir haben kurz unsere Pokémon, unser Team ist wieder topfit und ja, mir geht's gut, Mama, Dankeschön. Und das heißt jetzt für uns, wir werden zum See der Wahrheit gehen. Das werden wir direkt erledigen, hier so links. Und nachdem wir links gegangen sind, gehen wir wieder hoch. Und dann kommt das hier. Ah, Kawa. Welch ausgezeichnetes Timing. Ziemlich galaktisch, diese Schurken suchen das legendäre Pokémon. Du musst Lucia helfen. Was macht der hier? Hallo? Aua, aua. Was hat der alte Knacker nur? Okay. Okay, jetzt tun wir mal alles nach vorne schieben, weil wir ihn in der nächsten Arena definitiv eher brauchen. Nein. Und Altaria, also David darf auch ein bisschen weg, so, weil, naja, vierfach Schwäche gegen die und das ist nicht so nice. Und jetzt kommen zwei Doppelkämpfe hintereinander, finde ich nice. Und los, unsere Aufgabe ist es, sich hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Könnte ich nicht einfach so nach links, oder, ach egal. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Okay. Er hat einen Glimunkel, sie hat drei Pokémon, Charmion, Skinkabu und Gramut wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich, weil so das erst oder vielleicht noch Tubat. Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Aber eins weiß ich, was ich jetzt mache. Ich mache einmal Durchbruch auf Charmion. Und dann Flammenwurf auf Glimunkel. Was ich ziemlich nice finde. Hades ist schneller als Electro Bam und ist zwei Level drunter. Das ist eine richtige Klasse. Und hat einen sehr starken Spezialangriff, wie ihr gerade seht, Leute. Wow. Geht schon ab. So, und als nächstes kommt noch ein Durchbruch und boom! Das war's dann auch schon mit Charmian. Okay, war's mit Charmian. Komm, zieh durch. Yep. Und nichts ist übrig geblieben. Charmian hat's gesagt. Geschafft. Gemacht. Und gesagt auch. Ja, genau. So, weiter geht's. Kommt noch ein. Ah, doch ein Golbat. Damit habe ich. Ja, du hast ja noch am Ende gesagt, wegen. War ich so 10% richtig. Nochmal das da und nochmal das da. Lass mich überraschen, was ich einsetze. Donnerzahn und Donnerblitz. Ganz genau. Ihr habt es genau gewusst. Ich wusste, ihr kennt mich einfach zu gut, ja. Und fast sogar hat er fast einen richtig geilen physischen Angriff. Deswegen, los, weiter. So, das war's dann noch mit Golbat. Diese Runde ist auch schon. Jetzt haben wir nur noch ein Pokémon, das sich uns in den Weg stellen wird. Und das nennt sich Gramux. Genauso ein Vogel-Pokémon, Flug-Pokémon, Vogel-Pokémon. Ja, Vogel auch, aber eher Flug. Und das heißt, es wird genauso mit diesen beiden Elektro-Attacken nicht mithalten können. I'm so sorry, Bro. Tut mir leid. Und diesmal hat der physische Angriff von unserem Hades gereicht. Und das war's dann auch schon mit beiden Team Galactic-Idioten. Tja, tut mir leid. Und wir haben keinen Schaden genommen, was ich sehr nice finde. Outtimer, du bist zu jung, um das zu verstehen. Ja, natürlich, ich bin zu jung, um alles zu verstehen. Tut mir echt leid. So, und die nächsten. Boom. So, was sagen die uns? Ich befördere deine Pokémon in den Erdumlaufbahn. Okay. Und du sagst mir was? Wir bekommen einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg wird. Ja, tut mir leid, dass ich hier bin. Das heißt, sie wird kein Erfolg. I'm so sorry, Bro. Oder nee, Schwester, tut mir leid. So, Skunkabu, Bodenattacken brauche ich, da brauche ich auch Bodenattacken. Nein, da kann ich auch Kampf, aber das hat. Ja, das ist dann halt so eine Sache, ne? Beide Attacken hat er hier. Ach, gehe ich einfach mit Flammenwurf an die andere Richtung wieder. Genau, so wird's sein. So wird's passen. Wird hoffentlich wieder reichen, wäre nice. Reicht es? Ich hoffe es, wäre sehr nice und es reicht, finde ich. Wie gesagt, sehr nice. Habe ich schon gesagt, dass ich es nice finde? Nein, habe ich nicht? Ah, ich find's nice. Habt ihr schon recht, ich find's nice, richtig geil und yes. Und ein Durchbruch gegen Hundeslayer, was mir sehr weh tut, weil wir ein eigenes Hades haben, aber es ist nicht unseres und es ist böse, es ist von Team Galactic. Und das heißt, nein. Und ging ein Level up? Nein, schade. Jetzt kommt noch ein Hundeslayer, das tut doppelt weh. Und ein Charmian. Jetzt bräuchte ich zwei Kampfattacken. Was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt mache ich einfach einen Durchbruch auf Hundester und ein Flammenwurf auf Charmian. Einfach andersrum jetzt. Mal sehen, ob es wieder so fließend läuft wie eben. Das wäre nämlich sehr nice, wenn es so klappen würde. Aber wir werden es jetzt sehen und der erste klappt auf jeden Fall. Mal sehen, ob der zweite genauso klappt. Das würde ich feiern.
Das zweite würde ich fallen, wenn es jetzt auch klappt. Und ja, den Durchbruch trifft. Nice. Und geht er durch, geht er durch, geht er durch. Und ja. Vier Attacken, vier One-Hits. Sehr nice. Alle vier gegnerischen Pokémon besiegt. Und Hades bekommt ein Level Up. Level 41. Nice Werte, nice Werte, nice Werte. Gefällt mir sehr gut. Und weiter geht's. In meinem Kopf gibt es auch eine Umlaufbahn. Alles dreht sich im Kreis. Sorry, Bro. Damit hat sich das Thema Bonus wohl erledigt. Eine epische Tragödie. Epic Fail, würde ich einfach sagen. So, jetzt heißt es für uns nur noch die da. Dieses Gesicht. Es weckt schlimme Erinnerungen. Warum mache ich ja gerade so eine Männerstimme? Ich meine, das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Wegen dieses kleinen Vorwalts habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich. Schön, was soll's auch. Ich sage dir, wer ich bin. Ich bin Mars. Hey, ach ja, Commander Mars, Snickers, Twix, genau. Commander von Team Galactic. Zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da? Irgend so ein Liebespärchen, das zur Hilfe eilt? Mon amour, du gehst mir, oder komm her, oder wir treiben es gerade in den Baum und dann besiegen wir die währenddessen. Keine Chance, nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Das will ich sehen. Ganz ehrlich, das will ich jetzt sehen. Was kann sie mir bitte bieten? Ein Golbat. Gegen ein Golbat haben wir unser Elekfu. Bam! Was kann sie da noch bieten? Donnerblitz in your face, bitch. Dankeschön. Danke. Nein, danke, wirklich. Mein höchstes Dankeschön. Denn es reicht wieder für ein One-Hit. Und das war's dann wohl wieder mit Golbat. Und wenn ihr Glück haben, erreichen wir in diesem Kampf Level 43 mit Electrobam. Wie ich sage, Level 43. Und... schlechte Werte bekommen. Egal. Zu viele Einser, aber viel Innen und viel KP. Jetzt kommt noch ein Bronze. Für Bronze, was haben wir denn für Bronze? Für Bronze haben wir unseren Hades. Der darf natürlich auch wieder in den Kampf. So, los Hades. Bronze wird vom Commander Mars in den Kampf geschickt. Leute, ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber bald ist es so an der Zeit, dass die Pokémon-Liga kommt. Und ich bräuchte dann mal so einen Tipp von euch, ne, was das sechste Pokémon angeht. Ich habe jetzt gerade schon ein sechster Team, ja. Aber trotzdem, Lucario wird... Ja, weil, also ich werde, sage ich Lucario, ich werde eines von diesen sechs Pokémon, die ich habe, werde ich rauswerfen und gegen eines, das ihr wollt, ersetzen. Mit der Bedingung, dass ihr mir auch endlich sagt, was ihr wollt. Also das müsste ich dann schon auch mal wissen. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich nichts machen. Deswegen sagt mir doch endlich mal, was ihr als sechstes Pokémon haben wollt. Die Wahl ist so riesig. Also nein, eigentlich nicht. Ich glaube 150 nur. 150, nein, auch nicht. Man kann ja im Platin nicht alle fangen, die es da gibt. Deswegen, ja, ihr wisst auf jeden Fall, was man im Platin fangen kann. Also ich denke mal, dass ihr es wisst. Wenn nicht, dann gucke ich irgendeinen Pokémon-Wiki-Bisa-Fans oder so an. Das hilft immer. Und dann sagt mir, was ihr wollt, dass ich ins Team hole. Aber das müssen wir schon ein bisschen früh genug sagen, ein bisschen gut früh genug, ein bisschen sehr früh genug, ein bisschen bald. Bald, ja. Weil bald kommt die siebte Arena, danach kommt schon die Zerrwelt mit Giratina. Und danach kommt schon die achte Arena und dann ist schon die Siegestraße in die Pokéliga. Und das ist nicht mehr lange, das sind vielleicht noch 50 Parts. Nein, Spaß, keine 50. Aber nicht mehr so viele Parts bis dahin, deswegen müsste ich echt mal Bescheid wissen. Immer wieder. Wir gewinnen 6400 Pokédollar. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt am See der Wahrheit. Das büßt du mir. Ein Commander von Team Galactic sollte so ein Missgeschick nicht passieren. Ruhig jetzt, Mars. Meinen Part habe ich immerhin erledigt. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Quartier zu bringen. Stimmt, ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Haha. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss wartet im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der drei Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großartiger Leistung erschien hier eine Höhle. In just dieser Höhle verschlief das Pokémon Vesprit. Ich habe eben schon bei einem anderen Let's Player, von einem richtig geilen Let's Player, habe ich das Wort just schon mal gehört. Was bedeutet das bitte? Ist es, soll das in just dieser Höhle oder in just, was soll just heißen? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vesprit ist sehr mutig aufgetaucht, um den Seinen zu helfen. Das hat perfekt gepasst und einfach zu fangen war es auch. Ha, und jetzt haben wir sie alle. Vesprit, das fühlende Wesen, Turbo, das starke Wesen, Selfie, das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet. Jetzt verstehe ich, dass es auch am See der Kühnheit geschehen. Ein weiteres legendäres Pokémon wurde von Team Galactic entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Allein, dass ihr unbeschadet davonkommen seid, ist eine Freude. Was aber ist mit dem See der Stärke? Ist Blondie in Sicherheit? So Leute, das heißt für uns, wir müssen nach Blitzach. Also, wir müssen zuerst nach Danzor. Ich muss halt gerade gucken, wie komme ich am besten dahin, also...
Ich habe hier Erzelinger Eingang. Ne, das ist andere. Ich glaube, wenn ich von Ewigenau gehe, komme ich nach Blitzach. Ja, das müsste gehen. Dann gehen wir nach Ewigenau. Das müsste eigentlich passen. Normal. Ja, klar, das passt. Das passt. Ich sag, das passt, dann passt. Das ist passt. So, was machen wir denn? Ah, mal wieder schön gestreckt. Willkommen im Pokémon Center wieder. Deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Natürlich, hier kommst du. Mache ich doch sehr gerne. Okay, ich nehme deinen Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Bing, 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 bing. Und das war's dann auch schon. Wir sind schon komplett geheilt. So, als nächstes, dadurch, dass wir in die Höhle gehen werden, werde ich Happy erstmal nach vorne hauen. Und also, das sind diese drei Pokémon, die werden wir hauptsächlich für die nächste Arena gebrauchen. Kampfattacken, Feuerattacken. Mit ihm auch mal so Kampfattacken. Vielleicht auch Elektro, wenn es ein bisschen was bringt. Altaria wird sehr schwierig hier zu benutzen sein. Und da, wobei, einen Moment mal kurz. Ich will gerade mal gucken, wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 328.794. Wie wäre es? Ich fliege mal kurz nach Schleide. Mache ich aber natürlich offscreen. Und guck, ob wir uns die TM Flammenwurf nochmal leisten können. Die bringe ich hier dabei. Das heißt, wenn ihr einen kurzen Moment warten würdet, wäre sehr nett. Bis in eine Sekunde. So Leute, ich wollte euch noch mal kurz reinhauen, einfach wie diese epische Melodie in der Spielhalle. Hört euch mal an. Also ich muss echt sagen, die Musik ist echt geil und hört, könnt ihr euch jetzt da noch ein bisschen anhören oder nein, ich muss wieder einen Cut machen, weil ich möchte nicht, dass ihr das... Wobei, kommt, das mache ich gerade mit euch. Das geht. Das mache ich gerade mit euch. Sorry für die Maus im Bild, die musste gerade mal kurz rein. Ich mache das gerade mal mit euch schnell. Ja, ich möchte haben. So, oh, ich muss ja noch zuerst einen Münzkopf holen. Einen Moment. Mal sehen, ob es reichen wird für TM Flammenwurf. So. Dum, 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 dum. In dem Haus dürfte es sein. Da bekomme ich von einem Clown genau hier. So, hey du, acht auf die Münzen, dreh, 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 dreh. Ich wähle Schaden, ist die Münze links oder rechts, rechts. Pari, armselig. Ja, okay. Acht auf die Münze, ja, dreh, dreh, dreh. Und wo ist sie? Und ist sie immer, ist sie, ja, jetzt ist sie rechts. Und das Melonengewicht, ein Münzkorb, dankeschön. Also ist immer zufällig, wo das gerade hat, richtig so random und ja. So, dann check ich mal gerade noch mal ab, wie viel Flammenwurf überhaupt kostet. Flammenwurf ist, glaube ich, TM 39, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gehen wir mal kurz rein. TM 39 Flammenwurf dürfte. Oh, da. Bekommen. Hier kannst du deine Münzen gegen Preis eintauschen. Welchen Preis hättest du gern? TM. Oder 29? Nein, Psychokinese. 35. Okay, 35 kostet wie viel? 10.000 Münzen und das könnte sehr spaßig werden. Dann hoffen wir mal, dass wir so viel Geld haben, um uns 10.000 Münzen zu leisten. So, jetzt die Melodie wieder. So, 1000 für 50 und 10.000 für 500. Ah ne, 10.000 Pokédollar für 500 Münzen. Das heißt 20 mal. 20 mal, das sind 200.000, das kriegen wir hin. Yes! So, Leute. Okay, aber jetzt mache ich offscreen weiter, weil das wird echt langweilig für euch. Bis gleich! So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir jetzt gerade unsere neue TM namens Flammenwurf geholt. Und, ja, die bringen wir dann auch direkt, ganz, ganz, ganz direkt unserem Altaria bei. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich ihm dafür verlerne. Erdbeben bleibt definitiv. Flammenwurf kriegt er jetzt. Fliegen bleibt auch. Feuer oder... Drachentanz weg, Drachentanz boostet halt, aber der ist, ja, geht. Das ist eher physisch, dann braucht er eigentlich schon Angriffsboost. Ach, egal, oder, das ist jetzt so eine Sache, weil das, ach komm, Drachentanz weg. Kennst du, gibt's eigentlich bei solchen Attacken auch Stab? So, bei Drachentanz, das wäre richtig lustig. Aber egal, jetzt hat er Flammenwurf. So. Aber ich würde einfach mal sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir auf den Weg sind, nach Blitzach zu gehen. Ich habe mich echt gefreut, mit euch ein bisschen zu reden. Wir sehen uns das nächste Mal. Lasst einen Daumen hoch da, einen Kommentar oder ein Abo, wie ihr wollt. Euer Kamt immer mit dem Haar.